Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ich würde sagen, wenn ihr dieses Spiel haben wollt, aber nicht so viel bezahlen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängige Spiele anbietet und geschenkt haben. Ich würde es mir wirklich zweimal überlegen, nicht mal da rein vorbeizuschauen. Wenn ihr auf den Link klickt, würdet ihr mich auch unterstützen, ohne mehr zu zahlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Und wenn ihr weiter unterscrollt, findet ihr so ein Gewinnspiel zu Instant Gaming. Dort könnt ihr auch ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Und hier würde ich sagen, wünsche ich euch viel, viel, viel Glück und drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr das schafft. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Wir haben beim letzten Mal den Dungeon hier, ich will jetzt nicht sagen gemeistert, das wäre falsch. Wir sind ziemlich weit gekommen für den Dungeon und haben, glaube ich, nicht mehr viel. Wenn ihr die anderen Parts sehen wollt, schaut doch gerne mal. Ich werde euch per i die Playlist verlinken. Machen wir es so. Ich verlinke euch die Playlist mit i. Und was kommt hier? Die Frage ist, mit wen greife ich hier an? Oh, er kann springen. Ja, meiner kann er. Die will ich haben. Ja, aber was bringt dir das, hier zu sein? Buh. Ach, komm. Au! Okay. Die nächste Phase beginnt schon. Au. Komm. Ich traue dem Braten nicht. Beim letzten Mal hat er sich auch aufgeteilt. Ernsthaft? So einfach. Dass die Bomben der Stärke erhalten im Schwertkampfmodus, kannst du jetzt mit Hilfe von A-Bomben verwenden. Hier gibt es jetzt nichts Interessantes, ne? Ich weiß, ich kann zwar Bomben verwenden. Will aber jetzt nicht unbedingt so viel von der Stärke, dem Energia, verschwenden. Deswegen nutzen wir jetzt am besten die hier. Um uns voll zu heilen. Wenn wir gerade dabei sind. Da ist noch eins. Okay, man kriegt doch da Energia. Testen wir mal die Bomben. Komm. Okay, irgendwie gefühlt sind die anderen etwas stärker. Okay. Aber okay. Hier ist nichts auf der Karte. Nein. Gehen wir weiter. Zum Raum dort müsste genau hinter denen was sein. Ja. Komm. Danke. Hier muss ich aber
Ich kenne eine andere Wahl. Sorgt nur mal immer dafür, dass die mir nicht zu nahe kommen. Okay. Übrigens, ich fand den Zwischenboss ziemlich leicht jetzt. Aber die Idee dahinter nicht schlecht. Also, das darf man nicht sagen. Die Idee dahinter ist, finde ich, meiner Meinung nach, ziemlich gut. Oh. Komm. Rück A. Rück A. Ja, das reicht schon. Für den Fisch. So. Mit dem Fisch ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser, weil man da die Energieleiste nicht zu sehr strapaziert. Und da haben wir auch die Kiste. Mit dem Schlüssel, okay. Das heißt, den Schlüssel brauchen wir für hier nach unten zu kommen. Für die nächste Kiste. Das wird einen Schlüssel enthalten oder einer der beiden Kisten wird einen Schlüssel enthalten. Hm. Gehen wir doch hier hin. Ich glaube, dich kann ich nicht so weit schmeißen, ne? Aber so, dass es reicht. Für mich. So. Ah, ja. Komm, will ich ihn angreifen? Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Du warst oben. Okay, was erwartet mich hier? Ja, dass jetzt hier mehr mit Bomben gearbeitet wird, ist ja in der Hinsicht klar. Macht mir aber nichts aus. Wie gesagt, ich habe ja hierfür den Fisch, der mir da bei Weitem besser hilft als, denke ich mal, jetzt die andere mit der Energie, mit der Stärke. Es sei denn, der Fisch macht das, was er möchte. Bin ich hier nicht richtig? Doch, hier in der Ecke ist eine Truhe. Du musst hier hochgehen. Okay, die Truhe haben wir auch. So, das sind 100 Rubin. Wir brauchen ja noch mehr Rubine. Vielleicht kriegen wir jetzt schon die 1000 voll. Wäre schön. Okay, hier ist ein Riswop. Riswop gegen Riswop, ne? Wäre nicht unsmart, ne? Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, wie habe ich es jetzt mit dem gekämpft? Mit den Aras? Weil ich von denen viele machen konnte. Und definitiv nicht alle auf einmal gestorben sind. So. Ich habe es in den Kommentaren geschrieben. Es ist blöd. Ich habe doch die Tränke. Nutz sie. Genau das werde ich jetzt tun. Dadurch kümmere ich mich darüber. Und die Dinger sind mir jetzt egal. Warum nutze ich die Tränke nicht? Ist es bescheiden von mir? Und ich habe sie extra dafür gemacht. Und mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, ja, du wirst sie nur in den Dungeon brauchen. Also, warum nicht nutzen? Der war gut. Okay. Und der war besser. Und damit haben wir den hier auch besiegt. Ich glaube auch, der schützt vor den Flederbeißern, nach meines Wissens nach. Ja. Das kann ja nur ein Schlüssel sein. Weil da unten ist der andere Key, der Hauptkey. Und den müssen wir jetzt erwischen. Und wie gesagt, ich glaube, mir sind jetzt auch die Flederbeißer. Ich meine, die können mir jetzt noch Schaden zufügen. Aber ich kann nicht brennen. Ja. Oh, auch kein Schaden anscheinend.
Oder lag das jetzt daran, dass er nicht angegriffen hat? Das kann auch gut möglich sein. Warum sollte ich nach unten gehen? Macht keinen Sinn. Gehen wir direkt nach da. Dort haben wir nämlich einen Raum, der unnötig ist. Oh, oder vielleicht auch nicht. Okay. Schadet mir zumindest mal nicht, hier hinzugehen. Und das war ein Hinweis dafür. Nö, anscheinend doch nicht. Kommen wir um Probleme da hin. Okay, den Boss-Key zu bekommen war viel zu einfach. Okay. Da, nichts wie weg. Deswegen war der Maske zu bekommen ziemlich einfach. Ich weiß noch nicht. Warum sollte ich dich verwenden, wenn ich dich hab, ne? Nur mir ein bisschen. Ja, aber macht nichts. Auf hoch. Schnell weg. Puh. Das war knapper als gedacht. So. Ich hätte es mir denken können, dass sowas passiert, weil der Boss-Key war viel zu einfach zu kriegen. Hier wieder mit ihm schaffen. Knapp. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich die Bomben, die anderen fliegen genauso schnell oder genauso wenig leicht in die Luft, ne? Komm. Die eine höhere Reichweite, kann das sein? Ja. Okay, das ist der Grund, warum man den verwenden sollte. Jo. So wie es aussieht, haben wir den Dungeon auf 100%. Die Weltkarte hier haben wir schon auf 100%. Und da sind wir ja noch nicht so weit. Okay. Das sieht sehr gut aus. Ja, aber ich weiß, was hier zu tun ist. Beziehungsweise, ich mache es mir einfach, indem ich dich nehme. Ich meine auch, warum nicht, ne? Ah, deswegen. Ich muss hier. Du Aloch. Habt ihr das? Der hat mich runtergeschmissen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es reicht mit dem, was ich hier jetzt schon habe. So, jetzt nochmal mit dem agieren. Und hoch. Ah, oh, ja, ja. Gut, dass das passiert, war ja mal wieder typisch. Was zum? Dada, mach nicht den hier. Oh, du dummes Ding. Okay. Aber ich bin weiter. Komm. Lass los. Ich hab hier noch zwei, drei Feen. Das müsste reichen. So, kommt der letzte, der Boss. Frag ich mich allerdings, was ist der Boss? Hä? Und es geht runter. Nein. Volvagia? Man war cool. Den kennt man aus OOT. Und ja, das wurde mir auch schon geschrieben. Es ist nochmal einer der bekannteren Bosse aufgetaucht. Ich hätte nur gerne eine andere Spielerin. Ist das möglich? Okay.
Kann nur einen machen. Aber das ist egal. Muss nicht kämpfen, okay. Oh wie, was macht denn der jetzt? Geht hier rein? Ja, kommt der hier raus, oder? Ja. Weg. Die Kugel wird mir Schaden hinzufügen und das nicht gerade wenig. Jetzt rastet er erstmal so aus. Ich glaube, die hier machen mehr Damage. Als das Vieh hier, ja. Dem ist auf jeden Fall so. Okay. Was haben wir hier drin? Können wir hier leben? Ja, Zelda! Und ja, wir haben hier Leben drin. Aber nicht gerade viel. Aha! So. Was? Der Dings hat aufgehört. Zu wirken. Nicht gut. Machen wir nochmal 15 Minuten. Ah, und ich kann mich ja auch nochmal heilen. Stimmt. Dann wäre das unnötig gewesen, die 15 Minuten. Wieso kommt er jetzt da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Zelda geht nochmal in die Lava, natürlich. Und natürlich macht das jetzt zweimal, warum nicht? Okay, wo gehst du hin? Ah, hier raus. Nein? Da? Hä? Oh, ja, gut, wo kommt der jetzt raus? Links oder rechts? Bitte, ja, warum nicht? Zelda, spring! Du hast nicht mehr zu tun, als nur zu springen. Natürlich macht das jetzt sogar dreimal. Oh, also ich mag den Kampf mag ich überhaupt nicht. Er ist zwar mal was Besonderes, aber nee, also ein OOT, also Ocarina of Time, hat er mir mehr gefallen. Was macht er jetzt? Ah, jetzt macht er diese Schose hier. Natürlich hat das nicht gezählt. Meine Treffer zählen nicht, oder was? Ah. Zum Glück habe ich noch 3 Feen. Ja, er kam gut hinterher. Oh, Zelda! Du bist ein Menschen, kein... Natürlich. Natürlich. Wie auch sonst. Naja, wenigstens. Wenigstens habe ich ihn sogar komplett. Ich wollte gerade sagen, wenigstens habe ich ihn noch die Kugel zerstört. Aber nein, ich habe ihn komplett. Da war also die. Kann nicht erkennbar, wann die zweite Phase war. Auch wenn ich jetzt gemeckert habe und genörgelt habe, muss man dazu sagen, also bis jetzt sind die Bosse recht einfach. Ist ein Kritikpunkt. Meiner Meinung nach. Wie seht ihr es? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber auch hier, der Boss ist erledigt. Was ein gutes Zeichen ist. Damit haben wir den ersten Boss von 3 besiegt. Da ist schon einiges weggegangen an Rissen.
Stimmt. Der müsste ja irgendwo noch kommen. Meine schöne Krypta haben meine Quest mit mir geteilt. Level 8. Oh ne. Ah, das dumme Ding. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Nur so, also ich will lieber ein Tree, das bringt mir bei Weitem mehr. Aber ich habe 5 Tree-Kristalle erhalten. Und? Was ist denn jetzt los? Mach mir meine Kamera mal weg. Hohe Priesterin. Deine Kraft hat dieses Land, das vom Nichts aufgesogen war befreit. Ich bin Göttin Dien, eine der 3 Göttinnen der Schöpfung. Du hast deine Kraft bewiesen, darum gewähre ich dir meinen Segen. Ja gut, hätte man sich denken können. Du hast Dienst Segen erhalten. Dieser Segen möge als Lobpreisung deiner Taten dienen. Wer allen Göttinnen gegenübertritt, dem öffnet sich der Weg zur großen Macht. Dir fehlen noch 2. Vergiss niemals, deine Kraft wird eines Tages deine Rettung sein. Okay. Interessant. Wer allen Göttinnen gegenübertritt, dem öffnet sich der Weg zur großen Macht. Man muss den Göttinnen also erstmal eine seiner Fähigkeit beweisen, bevor man an die große Macht gelangen kann. Das bedeutet, unser Feind kann die große Macht noch nicht erlangt haben, oder? Ja. Und um uns aufzuhalten, hat er die Göttinnen in Risse eingeschlossen. Worum handelt es sich bei dieser großen Macht nur, dass unser Feind sie so sehr fürchtet? In dieser Welt ist nichts, haben wir nichts mehr zu suchen, verschwinden wir. Nicht bevor ich diesen Herzcontainer mir schnappe. Und natürlich erstmal noch ein Lavabad mir genehmige. Ach. Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Dann lass uns aufbrechen. Okay. Die Steuerung, wie ihr seht, habe ich ja total im Griff. Definitiv. Aber ich habe jetzt mit mehr Rage Crits gerechnet. Zelda, du weißt ja gar nicht, was für einen gigantischen Stein du bei mir im Bett hast. Riesigeres ist weg. Und dann sind die Verschwundenen sicher auch wieder aufgetaucht. Gehen wir zurück, Zelda. Hoffen wir's. Es waren auf jeden Fall einige im Riss. Es kann sein, dass es die 7 Verschwundenen waren. Okay. Ich muss gerade wieder an Ocarina of Time denken, wo die Goronen versucht haben, Link zu umarmen und Link panisch abgehauen sind. Goronen ist ein selbstfertiges Volk und ich mag die. Ich bin's nicht gewöhnt, dass man mich auf Händen trägt und dann auch noch so wortwörtlich. Das bin ich froh, dass alles vermisst und wieder aufgetaucht sind. Zelda, Tri, hört zu. Bevor ihr aufgetaucht seid, hatte ich es eher bedauert, Halbling geworden zu sein. Aber das hat sich jetzt gründlich geändert, weil ich meinen eigenen Weg gefunden habe, die Dinge zu regeln. Und ich werde genauso weitermachen, nachdem ihr beide weggezogen seid. Also vielen Dank euch beiden für eure Hilfe. Gut. Thorsten, komm mal her. Du hast dich weiter gebraucht. Schon unterwegs. Ihr könnt jederzeit wieder nach Gonia kommen. Ihr werdet euch alle stets mit offenen Armen empfangen. Thorsten hat sich ganz schön verändert, seit wir ihn kennengelernt haben. Zunächst schien er sehr unsicher, aber jetzt hat er sich so gemausert, dass sich alle auf ihn verlassen. Ja gut, das
Das ist... Damit wäre der Riss im Vulkan Aiden gestoßen. Gut so. Wofür dieser Segen wohl gut ist, den die Göttin uns gewährt hat? Dann fehlen jetzt nur noch die Risse in den Phyronosümpfen und den heiligen Rennellenspitzen. Lass uns weiterziehen, Zelda. So. Noch nicht ganz. Ja gut, das ist hier in der Nähe. Und zwar... Hier sind wir noch nicht durchgegangen. Dann kann ich das einmal auch zeigen. Oh. Ja, den Treffer gönn ich dir jetzt. Da gab es doch hier oben irgendwo. Der ist in der Nähe, das ist nicht gut. Oh, ich wusste es! Also die Gegner mag ich überhaupt nicht. So, besiegt ihn mal. Er hat es auch nicht anders da verdient. So. Danke. Der hat sich extra dahingestellt, damit er mich aufhalten kann, da hochzugehen. Was mache ich? Ja, was mache ich hier nur? Ich glaube, meine chronische Orientierungslosigkeit hat hiermit offiziell ihren Höhenpunkt erreicht. Ich versuche mich jedes Mal an derselben Stelle. Hui, Zelda, was machst du denn hier in den Bergen? Mein Name ist Anders. Und auch wenn dir das jetzt ungelegen kommen sollte, ich brauche Hilfe. Ich war gerade dabei, einen Glutstein nach Ravonia zu tragen. Glutsteine sind für uns was ganz Besonderes, musst du wissen. Man findet sie nur in der Lava, im Gipfelbereich des Vulkans. Sie nach Goringa zu tragen, ist ein Ritual, mit dem wir uns für Wohlergehen unseres Volkes beten. Naja, eigentlich machen wir es nur, weil es halt schon immer gemacht worden war. Gilt für viele Traditionen. Diesmal war ich an der Reihe. Aber leider ist meine Orientierungssinn so schlecht, dass ich fertig ginge, mich sogar hier auf dem Vulkan zu verlaufen. Bisher hatte ich immer einen Freund dabei. Da war es kein größeres Problem, aber allein kriege ich es einfach nicht an die Reihe. Wenn nur der Glutrennen irgendwie nach Voronia käme. Denn du willst den Stein auch für mich tragen? Das ist sicher, das wäre ja famös. Warte, ich kurze Schulden, Glutstein. Oh, why? So, hier wäre das gute Stück. Der Glutstein glüht allerdings nicht ewig. Irgendwann erlischt er. Auch wenn wir die Glutsteine schwächer wird, kann man sie neu entfachen, wenn man den Stein in die Nähe des Feuers vom Feuer bringt. Findest du ihn in glühendem Zustand zu Kalki am Eingang von Gronia bringen? Falls der Glutstein erlischt, sag mir Bescheid, dann gebe ich dir einen neuen. Oh. Oh. Ist aber nicht weit weg. Aber ich könnte doch einmal den hier trinken. Kann ich den dann heben? Nee, kann ich nicht. Okay, macht also keinen Unterschied. Ah, lass ihn los, Zelda. Du siehst, er fängt an, sich nimmer... So, löschen. Wobei mir das ja dann nicht ausmacht. Müsst ihr nur noch einmal. Zelda, lass ihn fallen! Warum zählt das nicht? Warum zählt das nicht? Warum hat er das nicht gezählt? Der stand doch daneben! Hä? Der stand daneben! Oh. Wieso hat das nicht gezählt? Nimm mir den Grund, Nintendo! Der stand daneben! Und du wirst mir wirklich auf den Keks gehen jetzt noch? Ernsthaft? Besiegt ihn! Besiegt ihn!
Und da gehen sie alle drauf. Aber wenigstens tun sie das, was man ihnen sagt. Ihr habt ihn nicht besiegt. Besiegt ihn. Jetzt. Hallo. Ah, die Echos sind wirklich blöd. Oh, meine Güte. Nein, Zelda. Hör bitte damit auf. Ah. Nur die rum. Zelda, bitte tu das, was ich dir sage. Feuer macht mir ja momentan. Ja, Feuer macht mir nichts aus, aber die können mich durch die Gegend bouncen. Was soll das denn? Oh. Jetzt erklärt mir mal, warum das nicht gezählt hat. Oder muss der da drauf stehen? Zelda, lass ihn fallen. Ja, der muss da drauf stehen. Ach, ernsthaft. Gut, wenn ihr den abschießt, ist mir das eigentlich Wumpe. Tatsächlich. Lass ihn fallen. Dann kann er sich neu entfachen. Bei mir macht es hier nichts aus. Na, ich hab mich erlaufen. Oh Mann! Weg von dem Stein! Oh. Es hat aber geklappt. Ja, ich hab mich total verlaufen. Bin an Gronia vorbei. Und er ist in der Nähe. Ja, aber ich hab ihn hingebracht. Hier. Also langsam mache ich mir Sorgen, ob er... Warum kommst du jetzt mit den Glutsteinen, Zelda? Eieieiei. Aber er ist da. Das ist egal. Also, Zelda, verstehe. Das ist so orientierungslos, dass du für ihn den Stein hergebracht hast. Anders hat er sich sogar schon im eigenen Haus verlaufen. Und dann schickt ihr den dahin. Das bringt doch auch nichts. Und er hat mich ehrlich gesagt, er überhaupt zum Gipfel geschafft hat. Das ist natürlich löblich, dass er das Glühstein-Ritual übernehmen wollte, aber so etwas Quelliges von einem Nicht-Goron tragen zu lassen, ist eigentlich ein Unding. Ja, da wird Dustin ein Wörtchen mit ihm zu reden haben. Von den Opas ganz zu schweigen, aber nichtsdestotrotz dank, dass du anders geholfen hast. Zum Dank möchte ich dir das hier geben. Naja, wenigstens zwei Kristalle erhalten. Wie war man denn eigentlich? Hm, vielleicht ist es sogar so hilfreich, dass du das Ritual drin der Grund des Glutritual durchgeführt hast. Ach ja, falls du dir Sorgen um anders machst, den werden wir nachher schon abhauen. Vielen Dank, Zelda. Dann machen wir das doch gleich und gucken uns später hier mal genauer um. Hier oder hier. Irgendwo war noch ein Zugang, der noch interessant werden könnte. Und wir müssen uns noch mit den Goronen unterhalten. Davon abgesehen. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne mal die 20 Bergesteine abgeben. Aber ich weiß noch nicht, was ich erhöhe. Ich meine, gut, die Bomben, die sind da, sie sind neu. Alles schön gut, aber will ich die wirklich erhöhen? Kann ich den alles erhöhen? Möchte es verbessern. Wert kann ich nicht mehr verbessern. Bomben für 10 oder Bogen für 20. Ja, dann die Bomben. Dafür brauche ich nur 10. Dann fehlt nicht mehr viel für die nächste Verbesserung. Okay, die Bomben sind damit stärker geworden. Mit neuen Design. Die Bomben der Stärke 2 haben Level 2 erreicht. Okay. Drücke im Schwertkampfmodus A, um eine Bombe hervorzubringen. Halt A gedrückt, um eine Krabbelmine vorloszuschicken, die auch Winde und Decken erklimmen kann. Visiere Ziele mit Hilfe von der ZL an, um Krabbelminen genau in die Richtung richtig nutzen zu werden. Ja, okay, jetzt ist klar. Alles Level 2. Dann hat sich das doch schon gelohnt. So, wie funktioniert das A halten?
Auch interessant, wie weit die Krabbelmine geht hier unendlich weit. Nee, das explodiert hier. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann haben wir jetzt die Krabbelmine erhalten, den Boss besiegt und das blöde Level hier erledigt. Als nächstes gehen wir hier gucken, ob hier noch was Interessantes ist. Und danach werden wir mal uns in den Wald hier umsehen. Und hier ein Kältemonster holen. Und dann gehen wir in die Wälder. Das ist jetzt so der Plan. Und wir müssen auf jeden Fall noch hier etwas machen. Das werde ich auch schon. Und dann gucke ich mal, ob wir soweit hier alles gefunden haben. Vor allen Dingen die Herzteile sind da interessant. Ob wir hier alle haben. Aber das werden wir sehen. Und ich würde sagen, wenn euch die Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß, wer was auch immer macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.